seltener Kindheit für den Schutz des der Rechte seines Volkes, aber auch für den Schutz der Umwelt, seines Territoriums auch. Also sein Großvater spielte eine große Rolle in dem Schutz des Territoriums der Ashaninka. Samuel Pianco hat ihm beigebracht, dass er sein Großvater, von ihm hat er auch gelernt, das gesamte Wissen des Ashaninka-Volkes. Jetzt werde ich ihn fragen, ob er uns hören kann. Ah, die werden jetzt den Computer einschalten. Anscheinend haben sie Probleme mit dem Ton. Okay, Benki, se você não está ouvindo ainda, a gente espera vocês ligarem o computador. Ja, und Benki Pianco, seine Arbeit ist sehr anerkannt innerhalb Brasiliens aufgrund seines Engagements schon seit seiner Jugend für den Umweltschutz. Und zum Beispiel 1992, als diese Weltklimakonferenz ECO 92 stattfand, war das erste Mal, dass er sein Territorium in Acre verlassen hat und Brasilien kennengelernt hat und an dieser großen Klimakonferenz in Rio de Janeiro damals, ich glaube, mit 18, 19 Jahren teilgenommen hat. Und er erzählt immer wieder, dass es so ein Schlusserlebnis für ihn war, diese Reise zu dieser ECO 92. Weil dann hat er auch gesehen, wie weit bereits die Umweltzerstörung im restlichen Brasiliens im Gange war. Und ich glaube, das war wirklich ein großes Schlusserlebnis für ihn. Er erzählt immer wieder, dass er gesehen hat, dass er mit seinen Brüdern und seiner Gemeinschaft sich dann noch verstärkter für den Schutz seiner Urwälder, deren Urwälder kämpfen sollte. Die Ashaninka-Gemeinschaft von Fluss Amônia, die sind sehr gut organisiert. Sie haben auch 1992 genau deren Territorium anerkannt bekommen. Davor hatten sie keinen Landtitel. Und danach haben sie sich so innerhalb deren Gemeinschaft organisiert, dass sie dann untersucht haben, wie sie am besten die Ressourcen ihres Territoriums nutzen konnten, damit sie in diesem begrenzten Territorium, also geografisch begrenzten Raum, die Ressourcen optimal nutzen konnten. Sie wussten ja, dass sie nur dieses Gebiet zur Verfügung hatte. Und das war auch so eine Motivation dazu, sich innerhalb ihrer Gemeinschaft zu organisieren und praktisch die Ressourcen zu schützen und für ihre Rechte zu kämpfen. Die Ashaninka haben auch sehr, also die ganze Zeit, auch schon in den 90er und Anfang der 2000er, viel unter Invasionen von Holzfirmen in ihrem Territorium zu kämpfen. Und das war wirklich auch sehr schwierig für sie, weil sie wurden mehrmals mit dem Leben bedroht, auch Benki Pianco erhielt auch Morddrohungen. Und er war immer damit konfrontiert, das Richtige zu tun und erhielt gleichzeitig Morddrohungen von Holzfällern, von illegalen Jägern, von der Drogenmafia. Und deswegen war sein Leben oder ist sein Leben immer sehr spannend, im negativen Sinne auch gewesen. Und 2013, aufgrund seines langjährigen Engagements für die Rechte seines Volkes, für die Rechte der indigenen Völker aus der Region,
erhielt er auch von der Stadt Weimar den Menschenrechtspreis von der Stadt Weimar 2013. Dann kam er auch ungefähr 2 bis 3 Mal nach Deutschland auf Einladung auch von der Gesellschaft für bedrohte Völker, um halt über die Projekte der Aschaninka hier zu sprechen. Ich guck mal. Ah ja, die sind dabei, den Computer zu starten, damit der Ton funktioniert. Dann warten wir noch ein bisschen und ich erzähle weiter. Man muss sich vorstellen, da in der Region, wo sie leben, das Internet ist natürlich nicht, die Qualität ist nicht immer gut. Und sie befinden sich jetzt da in der zweiten größten Stadt des Bundesstaates Acre, weil Benki Bianco musste ein paar Dokumente dort genehmigt bekommen. Und deswegen ist er da. Und so wird auch hoffentlich das Internet besser sein. Benki Bianco ist sozusagen durch seine Arbeit zu einer Schlüsselfigur geworden in Brasilien und auch zum Teil außerhalb Brasiliens für seinen Kampf um den Schutz seines der Natur sozusagen. Und zuerst hat er praktisch innerhalb seiner Gemeinschaft gearbeitet, zusammen mit Kindern und Jugendlichen, damit sie dieses Bewusstsein bekommen über die Wichtigkeit, Naturschutz zu betreiben und immer nachhaltig mit der Natur zu arbeiten. Und danach, seit 2006, verließ er dann sein Territorium und zog zu der nächsten Ortschaft. Und seitdem arbeitete er auch mit nicht indigenen Jugendlichen und Kindern, damit er auch die benachbarte Bevölkerung dieses Bewusstsein für Umweltschutz lernt. Und das wurde auch zu einem Schwerpunkt seiner Arbeit, weil es reicht nicht, die eigene Gesellschaft oder Gemeinschaft nur für Naturschutz dazu zu bewegen, sondern auch die gesamte Umgebung muss ja mitmachen. Und weil sonst, wenn man die benachbarte Gebiete vernachlässigt, dann leidet man drunter durch Invasionen und so weiter. Olá, Nayana. Você está ouvindo a gente? Ich glaube, sie ist stumm geschaltet. Frau Lockermann. Nayana, você está ouvindo a gente? Nayana ist eine junge Frau, die auch seit ihrem 16. Lebensjahr mit Benki arbeitet, innerhalb dieser Arbeit, was ich gerade erzählt habe. Ja, Nayana, wie gesagt, sie ist auch eine junge Frau, die schon seit ihrem 16. Lebensjahr, so 2006, mit Benki zusammenarbeitet, anhand dieser Arbeit mit Jugendlichen aus der Ortschaft Marechal Tamaturgo. Und Benki sagt immer, dass man halt die Jugendlichen und Kinder mit einbeziehen muss in dieser Arbeit zum Schutz des Regenwaldes, ne? Weil die Eltern von diesen Jugendlichen und Kindern, das waren genau diejenigen, die gegen die Aschaninka gekämpft haben. Und so schafft er Bewusstsein für die nächste Generation zu erzeugen, ne? Entstehen zu lassen, indem er direkt mit den Kindern und die Jugendlichen arbeitet. Schon seit seiner Früharbeit hat er auch dann die ganzen Schulen dieser Ortschaft eingeladen, mit den Lehrern zusammengearbeitet, damit die Kinder
das ehemalige Jorenkantami-Zentrum besuchten. Das war so eine Art von Ausbildungszentrum, wo es einen ökologischen Umweltprojektzentrum zum Austausch von Wissen aufgebaut worden ist durch die Ashaninka vom Fluss Ammonia. Und das war auch sehr wichtig für die Ortschaft. Während wir zum Beispiel Anfang der 2000er, es gab noch sehr viel Diskriminierung, was die Indigenen dort in der Ortschaft gab. Und das hat lange gedauert, bis die Arbeit der Ashaninka in der Ortschaft auch akzeptiert worden ist, durch die Präsenz von Benki. Und das führte dazu, dass 2016 zum ersten Mal einen Ashaninka-Bürgermeister auch gewählt worden ist in der Ortschaft. Durch diese gesamte Arbeit der Ashaninka, also diese langjährige Arbeit, während sie in den 90er und Anfang der 2000er viel zu kämpfen hatten mit Diskriminierung, mit Umweltzerstörung, haben sie dann mit dieser Arbeit mit dem Zentrum Jorenkantami zuerst geschafft, so Raum zu schaffen, dass Umweltschutz und die Arbeit der Ashaninka anders betrachtet worden ist. Und der Ashaninka-Bürgermeister ist auch der Bruder von Benki Pianko und der ist zurzeit in seiner zweiten Amtszeit. Und ich weiß noch, dass wir so, als ich anfing dort zu arbeiten, 2004 oder auch noch später, bis 2010, 11, wir dachten nie, dass wir es schaffen würden, also wir, weil ich mit ihnen auch gearbeitet habe, dass die Ashaninka schaffen würden, diese Ortschaft zu regieren mit einem eigenen Bürgermeister. Und das zeigt auch so, wie gut, ne, die Arbeit von Benki Pianko war für diese Ortschaft und noch ist. Heute hat er, seit 2018 hat er ein neues Zentrum gebaut und das heißt auch Jorenka Tassorensi. Jorenkantami, das war das Zentrum, das von der Gemeinschaft der Ashaninka vom Fluss Ammonia gegründet worden ist und heißt übersetzt ins Deutsch Wissen des Urwaldes. Jorenka ist Wissen und Atami ist Urwald. Und seit 2018 beschloss Benki sich praktisch dafür ein eigenes Zentrum zu gründen, wo er auch mit dem spirituellen Wissen der Ashaninka sich beschäftigen würde, ne? Weil er auch als Schaman arbeitet. Dieses ganze Wissen von seinem Großvater Samuel Pianko sich erlangt hat und der wollte praktisch ein neues Zentrum gründen zum Austausch von Wissen, das mit Spiritualität, mit indigener Spiritualität zu tun hat. Und das Zentrum heißt jetzt Jorenka Tassorensi. Jorenka ist Wissen und Tassorensi heißt des Schöpfers, ne? Das Wissen des Schöpfers, des Weltschöpfers. Und er versucht seitdem praktisch so einen Austausch zu organisieren mit anderen Gruppen innerhalb Brasiliens, aber auch außerhalb. Und damit sie praktisch über die Bedeutung von spirituellem Wissen für uns heute auch reflektieren. Ich frage mal Nayana, ob sie jetzt uns hört. Nayana, você está ouvindo a gente agora?
Oi, Eliane, vamos tentar fazer de outra maneira, que eu tentei já em três, dois celulares e no computador, e eu não escuto vocês e nem vocês conseguem me escutar, Tá. infelizmente. Então, a gente Tá? fica no telefone, a gente usa o tom do celular. Eu vou perguntar para Maya Lo se ela está escutando a gente. Frau Lo, können Sie das hören? Ah, ok. Tá, Então, a gente können usa o tom do celular, pode ser? Você deixa ligado, bem que fala pelo celular. Pode. Ok. Eu estou com o celular aqui na mão e daí a gente usa o tom do celular. Então, só um minutinho. Eu vou Tá. só plugar aqui o fone de ouvido, que pelo menos ele vê vocês, e fica, eu acho que fica melhor. Só um Tá. minutinho aqui. Deixa Tá, eu entrar obrigada, aqui. Nayana. Ah, Eu posso ligar no dele, Eliane, para ti, que fica melhor. Pode também. Tá. Tá. Ok. Also, Nayana ist eine super Assistentin von Ihnen, wie ihr seht. Also, sie begleitet ihn auch seit ihrer Jugend und das ist toll. Sie haben, also diese Gruppe von Jugendlichen haben ihn nie verlassen. Sie werden mich anrufen, wir werden den Ton von meinem Handy nutzen dann. Komischerweise klappt es nicht anders. Agora fecha aqui com o Benk. Olá, Benk. Fala aí. Olá! Tudo bem? Tudo bem? Beleza, e você aí? Tá me ouvindo agora? Sim, agora a gente está te ouvindo. Eu vou traduzir para você, a senhora Lô, ela vai fazer uma pergunta, eu traduzo para você, você responde, eu traduzo para o alemão, tá? Tá bom. Eu falo alemão também. Ok, Frau Lô, Sie können dann die Frage stellen. Ja, schön, dass es jetzt klappt. wie Sie ja schon auch erklärt haben, vielleicht könnte Herr Bianco noch etwas genauer erklären, wie das Institut funktioniert, genau, das er jetzt neulich aufgebaut hat. Oi, bem, que é um prazer recebê-lo. A senhora Lô quer saber como que o Instituto Iorenka Tassurentzi funciona. Eu contei como você, né, criou o Centro Iorenka Tassurentzi e ela quer saber como ele funciona. Primeiro, eu quero dar o meu agradecimento, né, para todos os alunos e professores aí. Er möchte sich zuerst bedanken für die Einladung für diesen Vortrag. E dizer que nós temos, né, o Instituto Iorenka Tassurentzi como um espaço de difusão de práticas, né, que envolve a juventude a desenvolver uma técnica de superar, recuperar todo o sistema ambiental em cima do que nós aprendemos dentro da nossa terra, a Xaninka. Das Institut Iorenka Tassurentzi hat ein Projekt, damit sie mit Jugendlichen arbeiten und Umweltschutz zu betreiben in der Praxis. Porque hoje, né, eu vim da terra Xaninka para viver em Marechal Thaumaturgo com o sonho de poder trabalhar, né, uma no, um novo sistema, né, de desenvolvimento, né, sustentável, preservando a biodiversidade, mas ao mesmo tempo tirando também dela, né, de maneira sustentável e equilibrada, né, para que a gente possa manter todo o sistema ambiental em equilíbrio. Ja, der, wie ich vorhin auch erzählt habe, er verließ dann sein Territorium, sein Aschaninka-Territorium, zog in diese Ortschaft mit dem Traum, dass er dort praktisch den anderen, den Nicht-Indigenen beibringt, mit der Umwelt zu leben, das heißt, um die Umwelt zu schützen, die Natur, die dort vorhanden ist, aber auch mit von der Natur lebt, ohne dass man das zerstört. E
o Instituto foi criado com esse pensamento, né, de poder mostrar, né, de como sobreviver, né, com a natureza, né, tirando dela, né, a sua necessidade, mas ao mesmo tempo de como também ajudar a manter o equilíbrio para que a gente possa garantir o futuro dessa juventude, né, também em equilíbrio e ao mesmo tempo também, né, trabalhar, né, essa capacitação, né, de uma maneira integrativa com a sociedade. Ja, und gleichzeitig, also in dem diese Techniken zum nachhaltigen Umgang mit den vorhandenen Ressourcen, Benki versucht praktisch das Gleichgewicht des Ganzen zu schaffen, ne? Und auch den Nicht-Indigenen und anderen Indigenen beizubringen, halt so ein Gleichgewicht in der Natur zu erreichen und gleichzeitig den Jugendlichen diese Techniken beizubringen und damit diese Jugendlichen auch eine Zukunft im Gleichgewicht mit der Natur haben. Porque uma grande preocupação minha, né, como um ser humano de, e também como um ativista de poder, né, de observar os problemas, né, que ocorrem nos territórios, tanto indígena, quanto em parques nacionais, quanto em reservas extrativistas, e também em próprias terras privadas, né, a maneiras que a pessoa utiliza, né, os recursos naturais de uma forma muito destruidora, muito predadora, né? Então, eu trouxe isso, né, como uma, né, possibilidade de poder instruir, né, formar, capacitar jovens e lideranças que possam futuramente se tornarem grandes profissionais, né, de manejo, né, da biodiversidade, mas ao mesmo tempo também tirar, né, da natureza aquilo que hoje todo mundo vive, né, dentro de um sustento equilibrado com toda essa natureza que a gente vê que sempre doou há milhões de anos para todo mundo, né, sem sonegar nada a ninguém. Ja, also die Sorge von Benki war immer halt den Menschen beizubringen, halt im Gleichgewicht mit der Natur zu leben. Warum? Er hat gesehen, wie so viele Naturschutzparks oder auch Privat-Großgrundbesitze, Urwälder zerstört worden sind und auch eventuell viele indigene Territorien litten auch unter der Zerstörung der Natur. Und er möchte genau erreichen durch seine Arbeit im Institut, dass er, na, die Menschen, die zu ihm kommen, lernen diese Techniken und beibringt. Er möchte sie orientieren, beibringen und damit diese jungen Menschen auch später zu Menschen werden, die praktisch dieses Wissen auch weiterreichen können. Also so zukünftige Anführer in Sachen Naturschutz. Und sein Traum ist wirklich, dass alle schaffen, praktisch von der Natur zu leben, ohne sie zu zerstören. Weil die Natur, die hat nie Nein gesagt, aber wir zerstören sie zu leicht. E o Instituto hoje trabalha com as escolas, com o município, com as instituições, né, na limpeza do lixo, na limpeza, né, de todo esse produto, né, que hoje impactua no meio ambiente. Né? Então, a gente tem trabalhado trazendo essas orientações. E o Instituto foi criado exatamente para que a gente possa unificar, né, esses programas, né, que tem no município, entre tanto a educação, a cultura, meio ambiente, né, a
política e as comunidades ribeirinhas, né, para que a gente possa trazer essa formação para a juventude. Então, o Instituto foi exatamente criado com esse objetivo. É, um desse Instituto, Jorenka Tassurense, wurde gerade deswegen ins Leben gerufen, genau diese Arbeit zum Schutz der Umwelt, zum Beispiel, wie geht man mit dem Müll, den wir produzieren, Weil die Menschen dort vor Ort auch nicht so ein breites Wissen darüber haben, wie man mit dem Müll umgeht, was kann recycelt werden. Und Benke arbeitet auch mit der lokalen Regierung, um viel zu erreichen. Ne? Wie gesagt, er arbeitet mit den lokalen Schulen, mit Kindern, Jugendlichen und mit den verschiedenen Regierungsprogrammen, damit sie viel mehr erreichen. Und dabei schafft er, die ganzen Gruppen der Gesellschaft mit einzubeziehen. Tá para a senhora Lu. Ja, vielen Dank. Meine nächste Frage wäre, weil Sie ja auch vorhin erwähnt haben, dass das Institut auch auf spirituelle Weise ja, Wissen und die Weltwahrnehmung auch auffasst. Jetzt würde ich sowohl Herrn Pianko als auch Sie fragen, weil Sie ja auch irgendwie diesen Blick von außen auch vermitteln können, was das bedeutet und welche eben Wahrnehmung sich vielleicht auch unterscheidet von der breiteren Bevölkerung und der Ashaninka. Ja. Ja. Benke, a senhora Lu, ela quer saber também sobre esse trabalho seu de orientação espiritual dentro também do Jorenka Tassurense, né? De troca de saberes, a partir de todo o trabalho espiritual também que vocês fazem dentro do Instituto. Qual que é a diferença para o resto da sociedade? Como você trabalha isso? Qual que é a tua visão? Bom, hoje a gente vê que a juventude ela é muito aberta, né? Em dois pontos que a gente tem vivido dentro do Instituto. A gente vê muitos jovens desperdiçando sua energia, né? Alguns envolvidos com as drogas, outros envolvidos com prostituição, outros com bebidas. E todo esse sistema existe dentro da organização, né? Um envolvimento de como se ocupar, né? Ou de como ocupar a sua mente. Porque o mundo espiritual... ele é uma coisa muito simples. Primeiramente, em acreditar quem somos nós. Segundo, como se conectar com a terra, com a água, com a floresta, com os animais. E até mesmo como se conectar, né, com esse universo que vive sobre a nossa vida. Então, toda essa ocupação é que faz a nossa conexão, né, criar um alinhamento principalmente psicológico. Né? Porque aí nós vamos ter que trabalhar a nossa mente. E é esse o grande trabalho que eu faço, né, dentro do Instituto, de poder fortalecer primeiramente, né, o equilíbrio de cada jovem desse, para ele poder ter uma conexão, para carregar isso como uma missão em cima daquilo, né, que cada um procura encontrar em sua vida. Ja, Benke Pianko hat erzählt, zum Beispiel in der Ortschaft von Marechal Tomaturgo, wo das Institut liegt, haben viele Jugendliche Probleme mit Alkohol, mit Prostitution, mit Drogen und sie geraten schnell aus dem Gleichgewicht. Und in dem Institut versuchen sie auch diese Menschen praktisch zu orientieren und in einen neuen Weg zu bringen, indem sie praktisch mit anderen Arbeiten sich beschäftigen, ne, in ihrem Alltag. Wie können sie sich mit der Natur verbinden, zum Beispiel mit der gesamten Natur, mit den Bäumen, mit den Tieren, mit der Erde. Und genau diese
Verbindung mit der Umwelt bringt sie zurück zu dem Gleichgewicht. Und diese Orientierung versucht Benke dann auch in dem Institut zu arbeiten. Alle, die das brauchen, die praktisch ihren Weg verändern möchten, dann, das ist deren Arbeit, dass sie praktisch Jugendliche und andere Menschen ein Gleichgewicht wiederherstellen. Porque hoje a gente vê que muitos jovens têm potenciais importantes, mas muitas das vezes, né, eles desperdiçam esse potencial, né, sem ter essas ocupações. Então, o mundo espiritual, ele é isso. Nós temos que trabalhar, primeiramente, esse conhecimento das medicinas, né, fazer essas meditações energéticas, né, espiritualmente, né, trabalhar a cura, né, que hoje isso também é psicológico, também é energético, né, usando as plantas medicinais da floresta em cima daquilo que cada um, né, se sente, né, nas suas dificuldades. Então, a gente tem trabalhado muito, né, dentro do Instituto para que cada um que passa por dentro do Instituto realmente, a primeira coisa é como se comportar dentro daquilo que vive o grupo, né? Porque nós acreditamos que quando vem uma pessoa de fora que chega dentro do espaço aonde, né, o grupo tem um alinhamento ou tem um segmento, né, ele vai ver tudo diferente daquilo que ele já viveu na vida, né? Então, a primeira coisa que nós fazemos dentro do espaço é abraçar todo mundo como irmão, como amigo, como companheiro, para que ele se sinta fortalecido, para que ele se sinta, né, capaz de mudar aquilo que ele vive. Então, o mundo espiritual, ele é muito nessa conexão, né, de poder se agrupalizar e, ao mesmo tempo, também de como compartilhar o seu sentimento com o outro para liberar ou para, né, informar ou até mesmo de como trazer para ele um novo conhecimento dessa ligação de conexão com tudo. Ja, Benke Pianko erklärt, zum Beispiel, es gibt sehr viele Menschen, Jugendliche vor allem, die haben so ein großes Potenzial. Und wenn sie ihren Weg verlieren, dann geraten sie aus dem Gleichgewicht. Und das im Institut Jorinka Tassorenzi, die versuchen praktisch diese Verbindung mit der spirituellen Welt anhand der traditionellen Medizinpflanzen aus dem Urwald wiederherzustellen. Es wird praktisch mit ihnen gearbeitet, so dass sie den Sinn ihres Lebens neu entdecken. Nicht, dass sie das verschwenden, sondern dass sie lernen wieder, diese Verbindung mit der Natur zu schaffen. Das heißt, die Menschen, die da in dieses Zentrum ankommen, sie werden willkommen geheißt, ne? Alle willkommen geheißt. Und dann werden sie darin orientiert, in diesen neuen Weg, um diese Verbindung mit der Natur wieder zu erreichen. Und weil gerade diese Verbindung mit der Natur dieses Gleichgewicht wieder schafft, die Verbindung mit der Natur schafft auch, dass man anders die Welt sieht. Das heißt, Zerstörung wird nicht mehr akzeptiert. Und das ist dann dieses holistische Blick auf die Welt, die die Ashaninka haben und versuchen, das wieder zu erreichen und anderen beizubringen. Ja, vielen Dank. Also ich würde auch jetzt das Fragen vom Publikum zulassen. Also wer gerne Fragen stellen möchte, gerne die Hand heben. Ja, mich würde jetzt ad hoc interessieren, auch welche Leute hinkommen. Sind das jetzt nur so die lokale Bevölkerung oder sind das auch ganz andere, also von weiter her? Und ja, schlagt das Projekt irgendwie Wellen? Gibt es so andere Gruppen, die versuchen, ähnliche Institute aufzubauen?
um eben diese Möglichkeit des nachhaltigen Lebens zu stärken in Brasilien oder auch anderswo. Ja. Ela quer saber, Benki, que tipo de pessoa procura o Instituto? Né? São pessoas só lá de Marechal Tomatugo ou do resto do Brasil? E se você, por exemplo, como é o centro se torna também um exemplo para a criação de outros centros parecidos? Olha, hoje eu tenho feito um trabalho com jovens do mundo inteiro. Eu tenho recebido jovens indígenas do Peru, tenho recebido jovens indígenas da Colômbia, jovens indígenas de outros lugares, mas também tenho recebido também pessoas dentro do espaço sem ser só indígena. Por exemplo, hoje nós recebemos alguns jovens que vêm da França, né? Hoje o Benjamin é um jovem que veio da França, passou comigo 2 anos. Voltou para a França, hoje ele tem um trabalho lá lindo e belo, ele está desenvolvendo, aprendeu com a gente de como plantar, de como se conectar, de como trazer a juventude, de como fazer esses jovens, né, se conectar com esse tipo de energia para poder se criar uma transformação, né? O trabalho que eu tenho também, tem também com escola e antropólogo, né, pessoas que vêm aqui, cientistas, né, políticos do mundo, né, também pessoas que são ligadas às missões, né, evangélica, católico, tudo tem passado por lá, né, porque o Centro Jorém Catassurense, ele não se cria uma exclusão, né, de quem é ou por que é, o que ele faz e por que ele faz. O sistema da Jorém Catassurense é abraçar a causa humanitária de uma maneira que elas possam se sentir capazes de realmente, né, modificar ou criar um novo pensamento em cima do que vem acontecendo no sistema de mudanças climáticas mundial. Então, é essa a responsabilidade que o Instituto carrega na orientação daquilo que nós temos passado a cada um jovem, ou a cada uma liderança, ou a cada uma organização que tem se incluído no nosso programa. Bem gesagt, also, es gibt Jugendliche und auch Erwachsene aus der ganzen Welt, die das Institut besuchen, zum Beispiel aus Peru, Kolumbien, und das. Also das Institut empfängt auch alle, Indigene und Nicht-Indigene, zum Beispiel Menschen aus Europa. Er hat ein Beispiel erwähnt von einem jungen Mann aus Frankreich, der heißt Benjamin, und er lebte 2 Jahre mit Benki zusammen da im Institut und heute betreibt er ein ähnliches Projekt in Frankreich, eine wunderbare Arbeit, in dem es genau das die Arbeit des Instituts Jorém Catassurense widerspiegelt, das heißt, die Menschen mit der Natur zu verbinden und mit der Natur zu arbeiten, um diese Energie des Gleichgewichts zu erreichen, na, um diese Verbindung wiederherzustellen. Es gibt keine Teilung zwischen Natur und Mensch. Nein, alles gehört zusammen, alles ist miteinander verbunden und deswegen diese das Gleichgewicht, diese Energie sehr wichtig zu erreichen. Und es besuchen auch das Institut Wissenschaftler, Politiker, religiöse Vertreter. Und kein Mensch wird praktisch abgewiesen. Ne? Alle sind willkommen, um genau die Idee zu willkommen zu heißen, dass alle sich austauschen müssen in diesem Dialog, was Klimaschutz, was Umweltschutz betrifft, aufgrund der Probleme, die wir alle auf der Welt gleichzeitig erleben. Porque hoje o que a gente está vivendo, né? É um problema que tem que ser abraçado pelo mundo, né? Então, eu tenho um pensamento que de todos os trabalhos que eu tenho desenvolvido, a juventude é o futuro,
responsabilidade está nas nossas mãos. Está nas mãos desses educadores. Porque se nós estamos querendo mudar o mundo desse sistema tão agressivo que mata, está matando a humanidade, né? Pela contaminação, a poluição, as químicas, tudo que está sendo jogado por todos os lados que a gente vive, até mesmo nas políticas, né? Que nós vivemos no mundo, né? Por exemplo, hoje nós estamos vivendo uma política que faz a sociedade perder o essenso, né? A essência espiritual, a essência energética. Como a gente vê um governo desse que temos aqui no nosso Brasil, mandando acabar com as terras indígenas, mandando tirar os minérios, mandando destruir na floresta. A gente vê um outro que está lá do outro lado do mundo fazendo guerra, querendo tomar espaço, né? Matando gente que merece quem não merece, destruindo o planeta, e tem pessoas falando, vamos mudar o mundo, né? Como nós vamos mudar o mundo se o mundo está se vivendo, né, uma catástrofe vivida na mente, no espírito agressivo humanitário? Então, o centro é para que a gente possa realmente fazer essa reflexão, né? O centro é um lugar de paz, é um lugar de amor, é um lugar que não queremos guerra para se tornar grandes líderes, é um lugar que queremos mostrar de como essa conexão começa de uma semente para uma árvore, para uma fruta ou para um alimento que a gente precisa, para um criado, para uma criação de animais ou para uma proteção de uma água que a gente busca a ter ela em nossa vida. Então, tudo isso faz o sustento e o equilíbrio do sentimento que o Instituto Yorenka carrega, né? Então, o Yorenka Tassurens é esse mundo, de abraçar essa causa de como fazer essa mudança no futuro, a partir de nossos ensinamentos e de nossas orientações. Obrigada. Heute... Ja, bem que sagte, genau das, was ich kurz vorher gesagt habe, also was wir heute erreichen müssen, ist, dass wir gemeinsam gegen die Zerstörung der Welt kämpfen müssen, weil wir alle eine Verantwortung tragen darin, ne? Die Verantwortung dafür, eine bessere Welt zu schaffen, liegt in unseren Händen. Bei uns, die so viele Menschen unterrichten, zum Beispiel, wir erleben so viel, dass es Umweltzerstörung gibt, dass Pestizide benutzt werden, Gifte eingesetzt werden, dass die Politik auch die Welt zerstört. Er nennt dabei auch, ne, die Fälle, die Probleme, die wir heute in der Welt leben, zum Beispiel Brasilien mit der Politik von dem Präsidenten Bolsonaro, der versucht praktisch, die Rechte der Indigenen mit Füßen zu treten, oder auch, er nennt auch den Krieg in der Ukraine, wo praktisch, ne, Putin versucht, alles zu zerstören. Und es gibt diese Menschen, die halt die Welt zerstören möchten, aber es gibt gleichzeitig auch die Menschen, die die Welt retten möchten oder die Natur schützen möchten. Und das ist genau, also diese, ne, Verbesserung der Welt, des Gleichgewichts der Welt, das ist das Ziel von dem Institut Yorenka Tassurensi. Genau, und zu betrachten, diese Verbindung mit der Erde, mit der Natur wieder zu gelangen, indem man beobachtet, wie aus einem Samen zu einem Baum wächst, und der Baum gibt uns Früchte und wir brauchen diese Früchte, um zu leben. Das alles ist dieser Kreis des Lebens. Der wichtige Schutz von Tieren, von Pflanzen, und das alles vereint praktisch das Ziel, ne? Das Ideal, die Vorstellungen von der Arbeit von Benki Pianko und auch von dem Instituto Yorenka Tassurensi. Ja, es gibt eine Frage von der Sabine. Bitte, gerne. Tem uma pergunta de uma senhora, Sabine.
Ela vai. Alô. Alô. Pode ser? Sim. Ja, also ich wollte fragen, ob er auch in Verbindung ist mit anderen indigenen Gruppierungen in Südamerika, weil ich weiß, es gibt so Initiativen, wo sie sich für aktivistische Bereiche halt viele sich verbunden haben schon, zumindest im spanischsprachigen Raum und wie seine Erfahrung ist von, weil mich würde auch interessieren, diese, weil es so oft gefallen ist, das Wort Verbindung zur Natur. Und ich denke mir, das hängt ja sehr stark zusammen mit Konzepten oder Ideen, die konträr sind zu denen, die wir vielleicht in europäischen Ländern, mit denen wir aufgewachsen sind. Und aber bei den verschiedenen indigenen Gruppierungen oder Herkunftsregionen gibt es dann wieder unterschiedliche Konzepte und ja, vielleicht hat er dazu irgendwelche Erfahrungen mitteilen können und vielleicht dazu noch, was sein Eindruck ist, wie er den Unterschied sieht, wenn er Europäer, Europäerinnen kennengelernt hat, was er da sieht, was wir für Konzepte haben oder was der Unterschied ist zu denen, die ersten. Ja, finde ich interessant. Danke. Ja. Benki, a Sabine tem uma pergunta assim, né, nesse teu trabalho junto também a outros povos indígenas, por exemplo, da América do Sul, você vê alguma diferença na visão de trabalho? Bom, primeiramente o que eu quero dizer é que eu comecei um trabalho em 1989 a plantar a floresta a partir de invasões que ocorreram dentro do nosso território. Invasões de matança de animais, invasões de fazendeiros, invasões de caçadores e invasões de tudo que ocorreu. Então, esse trabalho que eu vim fazendo foi de recuperar todas essas invasões que ocorreram dentro do nosso território. Indo até nos anos 2000, eu vivi uma história dentro da aldeia de pesquisar olhando os recursos naturais de uma maneira, né, bem tradicional. Vivi 10 anos dentro de uma história ligada ao mundo dos animais, ao mundo das plantas e o mundo espiritual, nessa conexão. Saindo em 2004, para mim exercer um cargo político dentro do município, né, com a experiência daquilo que eu vivi dentro da nossa terra, a gente passou a fazer um modelo de sustentabilidade na sede do município. Aí nós tivemos que brigar desde os traficantes aos, né, políticos e até chegar aonde a gente tinha que manter o equilíbrio pela a educação e a saúde. Então, esse sistema fez uma mudança radical de 2004 até 2022. Nós demos um exemplo de como manter uma economia estável dentro de um programa, né, que pudesse ter o equilíbrio da floresta, das águas, do lixo, de uma política pública integrativa até chegar aonde a gente chegou. Então, mostrando isso, tem uma diferença para muitas comunidades e para muitos povos indígenas. Tem uma diferença para as políticas públicas de um país e tem uma diferença das maneiras que as pessoas conduzem, muitas das vezes, suas políticas. Então, o nosso pensamento dessa criação foi exatamente de trazer, né, essa visão para o mundo ocidental, para o mundo da civilização não indígena, para que a gente pudesse
mostrar um modelo de como se criar realmente uma sustentabilidade em equilíbrio. Então, hoje é um exemplo. E a gente abraça a causa de todos os povos indígenas. A gente abraça a causa de todas as políticas públicas, porque isso também se entreve dentro daquilo que a gente vive, né? Faz parte dentro do que a gente faz. Então, eu acredito que tem uma diferença por conta disso. A gente realmente está criando um projeto diferenciado. Ja, also Benke Pianko antwortet, es gibt schon einen Unterschied zu der Arbeit von anderen indigenen Völkern in Brasilien und auch in Lateinamerika, weil die Ashaninka, die haben ein System entwickelt, um halt mit den benachbarten Gruppen zu arbeiten. Er erzählte dann wieder, ne, seit 89 kämpft er zusammen mit seiner Gemeinschaft gegen die Invasionen in deren Territorium. Und er untersuchte dann, er beschäftigte sich mit der Wiederaufforstung und auch Naturschutztechniken von zum Beispiel entwaldeten Flächen, von Tieren, die beinahe verschwunden sind. Und er hat sich lange damit beschäftigt und danach verließ er ja sein Territorium, um halt mit den Nicht-Indigenen zu arbeiten. Und er sagte dann, diese Periode zwischen 2005 bis 2022, das war ein Schlüsselerlebnis für die Geschichte der Ortschaft, dieser Gemeinde als Gesamtkonzept. Weil davor hat die Politik der Ortschaft sich nicht mit Umweltschutz beschäftigt. Und die Ashaninka haben praktisch ein Modell ins Leben gerufen für diese Ortschaft. Und darin wurde dann diese ganzen Umweltprobleme diskutiert, zusammen mit der Politik, wie man mit dem Müll umgeht, wie man mit Natur, also Abholzung umgehen soll, das bekämpfen soll. Und die Ashaninka versuchen, das Teil der Politik zu machen und eine inklusive Politik in Zusammenarbeit mit den Nicht-Indigenen. Und das ist der Unterschied dann in der Arbeit. E Benke, ela tem mais uma pergunta sobre você vê uma diferença na visão de mundo, por exemplo, entre as pessoas que vão, por exemplo, da Europa visitar lá o Instituto? Muito grande, porque primeiro que são mundos diferentes, né? Quando você se encontra com um grande empresário, com um grande economista, você se encontra com um grande cientista e com pessoas que estudaram esse mundo da ciência, né, de um sistema gerador de economia. Né? Porque hoje nós vivemos, hoje observando o que se estuda no mundo hoje acadêmico, é tudo voltado a um sistema individualista, a um sistema de educação centralizado, o que eu sou, não o que nós somos. Então, o que eu ganho é o meu, né? O que eu faço é o meu, né? E o sistema que a gente tem carregado dentro da Iorinca Tassorense é o que nós fazemos, é nosso. O que nós constrói é para o bem nosso. O que nós vive, não tem dinheiro que vai vir aqui dizer o que nós realmente temos que fazer de maneira diferenciada para um se tornar melhor do que o outro a partir do que se ganha. Não, a gente faz um trabalho conjunto, coletivo. E é esse coletivo que faz a diferença, né? Hoje, por exemplo, nós plantamos já 3 milhões de árvores. Eu pensei no bem que, até hoje, do que eu já plantei, para quem eu vou deixar, como eu vou deixar, se é para os meus filhos, se é para as minhas futuras gerações, se é para o meu povo, se é para o Brasil. Eu não escolhi para quem eu vou deixar. Eu não me dediquei a uma pessoa. Eu me dediquei a uma coisa que está agredindo a terra.
O meu sonho hoje de plantar 10 milhões de árvores na Iorinca Tassuense ou no mundo, por onde a minha mensagem for, será que eu vou pensar no que eu estou fazendo para mim hoje? Não, eu vou pensar no que a nação do planeta, as nações do planeta busca a trazer de volta a sua sobrevivência, né? A resgatar a sua maneira de viver, né? Então, a gente olha para as religiões, a gente olha para os conhecimentos culturais, tradicionais, né? Espirituais, tudo que é ligado nesse sistema, tem uma diferença quando se fala de língua, de sistema adaptado, né? Então, como você tem que se adaptar a um mundo que hoje não é pequeno nesse planeta, né? Porque só no Brasil nós temos 360 línguas, vamos supor. Falando de povos indígenas, se falar dos povos que vivem aqui, nós temos muito mais de 500 línguas. Então, como nós vamos poder fazer essas línguas se tornarem o que eu sou? Eu não vou ter como fazer essas línguas ser o que eu sou, né? Mas eu posso dar um exemplo para essas línguas resgatarem as suas raízes, mas ao mesmo tempo também dizendo o que eu vou fazer para manter essas línguas se tornarem vivas no seu mundo. É o como eu faço com a natureza, trazendo de volta essa diversidade, dessa conexão, desde os pássaros, água, terra, animais, tudo. Porque aí nós vamos fazer um sistema, né, muito mais vivo, né? Então, e é muito difícil até de falar sobre isso, porque faz uma conexão muito ampla, né? Então, é essa a grande diferença que a gente tem nesse mundo que nós estamos vivendo agora. Obrigada, Ben. Ja, Benke hat auf die Frage geantwortet, welche Unterschiede gibt zum Beispiel von jemandem, der halt aus Europa kommt, dahin geht, wie er das sieht, und er sagt, es gibt einen riesigen Unterschied. Dort besuchen praktisch Geschäftsmenschen, Wissenschaftler und viele Menschen, die halt in der Wissenschaft arbeiten und für die Wirtschaft. Sie denken nur an wirtschaftlichen Erfolg, an Profit. Und es handelt sich meistens um ein individualistisches, geprägtes System. Das heißt, immer diese Menschen denken immer, was bin ich, was habe ich, anstatt was sind wir, was haben wir als Kollektiv? Ist das mein Traum oder ist das unser Traum? Und bei der Arbeit beim Institut Iorinca Tassuense, es geht um dieses kollektive Arbeit, um diese kollektive Arbeit. Zum Beispiel, als er 3 Millionen von Bäumen gepflanzt hat, er dachte nicht daran, ach, das pflanze ich für mich, für meine Kinder, für meine Familie. Nein, er dachte, er führte diese Arbeit durch praktisch und dachte dabei an die guten Sachen, die er für die Welt machen würde. Das heißt, das war nicht ein persönlicher Gedanke, sondern eine Tat für die ganze Welt. Und dann sagt er, ja, er versucht halt, dieses Gleichgewicht wieder zu schaffen, dass man halt, weil zusammen schafft man die Sachen. Man muss von dem Einzelnen zu dem Kollektiv gehen. Und er gab als Beispiel auch, zum Beispiel, auch wenn in Brasilien, die haben mehr als 350 unterschiedliche indigene Sprachen, auch wenn er nicht schafft, dass alle, die selbe Sprache sprechen, aber er gilt als ein Modell, als ein Beispiel, damit diese Menschen auch ins Gleichgewicht wieder kommen und so von diesem Individualismus zu diesem kollektiven Gedanken kommen. Und es geht am Ende, er meint, das ist sogar schwierig, darüber zu sprechen, aber für ihn, was wichtig ist, ist für die Gesamtheit zu sehen.
zum Beispiel damit Vögel überleben, das Wasser, die Tiere, die Natur, als ein gesamtes lebendiges System. Das soll, also das Ziel ist, ein gesamtes lebendiges System zu erreichen. Ja, danke schön für die ausführliche Antwort. Gibt es noch weitere Fragen? Ich lade herzlich. Ich bin perguntando, se tem mais algumas perguntas, vamos ver. Moment nicht. Also bitte gerne stellen. Ja, sonst würde ich fragen, was so die, weil Landrechte ja auch schon öfters ein Thema war, was sind da die Problematiken derzeit aktuell? Ja, wie ist die Situation? Also Landrechte im Hinblick auf die Aschaninka oder auf die? Ja, auf die Aschaninka. Okay. Bem que ela está perguntando também nessa questão política quanto aos direitos, né, aos territórios indígenas. Vocês acham que tem problema nessa questão também? Sim, pode falar, Bem. Então, hoje nós temos um problema muito sério, né? Esse problema não está só aqui, como está em muitos países do mundo, a situação territorial, né? E povos indígenas são os primeiros a serem agredidos, né? E é uma situação que nós estamos vivendo aqui na Amazônia brasileira, né? Não só aqui na Amazônia brasileira, mas na Amazônia colombiana, Amazônia peruana, Amazônia equatoriana, tudo onde faz parte, né? De terras indígenas, nós temos um problema. E nós estamos aqui enfrentando um dos maiores problemas. Ontem, eu tive uma reunião com mais de 60 juízes e promotores políticos do Brasil para me passar uma mensagem para eles. E a minha mensagem foi a seguinte: como é que se cria tantas leis e que poucas leis são realmente responsavelmente cuidadas? Foi se criada uma Constituição brasileira aonde hoje nossos próprios governantes querem destruir uma lei que foi criada por milhares de líderes políticos do Brasil, de lideranças indígenas, de povos brasileiros. E a gente hoje está nesse momento de um empate. Nós estamos com mais de 5 mil, 10 mil pessoas em Brasília falando sobre os problemas dessas destruições que vêm ocorrendo dentro de nossos territórios indígenas. Por garimpeiros, madeireiros, né, mineradores de todas as diversidades, estradas que hoje, né, hoje a gente sabe que aonde passa uma estrada se cria uma colonização. E cada colonização dessa que é implantada ao entorno da estrada se torna ou município ou fazendeiros, fazendas. E tudo que acontece nesses grandes empreendimentos de governo impactua diretamente nos territórios, né, resguardados pelos povos indígenas, como as terras indígenas e também os parques e reservas extrativistas, que são hoje, né, os povos que conseguiram, através de uma luta conquistada de índios e seringueiros, né, de pessoas que foram mortas, matadas, massacradas, escravizadas no nosso país, e que a gente hoje está passando por um momento de novo desse mesmo ritmo de desrespeito humanitário. E quem está fazendo isso é o nosso próprio presidente da República. Quem está fazendo isso são os governantes de nossos estados. Quem está fazendo isso são os grandes empresários. E são essas pessoas que hoje estão fazendo a escravidão do planeta. São essas pessoas que fazem a guerra do mundo. Então, nós estamos aqui lutando de frente a frente, colocando que para essa mudança ser feita, ela tem que começar de uma responsabilidade educativa. Ela tem que começar
de uma difusão de prática onde nós vamos poder trabalhar esses grandes eventos, encontros entre índios e não índios, organizações, para que a gente possa realmente fazer esse debate humanitário de valores humanos. Então, são esses grandes impactos que nós hoje sofremos pelas nossas constituições, que são representadas pelo nosso país, e os nossos governantes também, que carregam isso como uma maldade para a sociedade e o planeta Terra. Uhum, obrigada, Ben. Então, Ben gesagt, dass zurzeit leben die Indigenen in Brasilien, also nicht nur der Xaninka in Brasilien, sondern indigene Völker aus Kolumbien, aus Peru, aus dem gesamten Amazonasgebiet, große Probleme mit der Anerkennung ihrer Territorien, ihrer Rechte. Gestern zum Beispiel hatte er ein Treffen mit Richtern aus ganz Brasilien und auch politischen Vertretern. Und er hat eine Botschaft an diese Richter und Politiker geschickt, in der es heißt, warum gibt es Gesetze, wenn diese nicht respektiert werden? Zum Beispiel in der brasilianischen Verfassung von 1988, die indigenen Völker Brasiliens haben ihre Rechte drinnen gesichert in dieser Verfassung. Und zurzeit versuchen brasilianische Politiker genau diese Rechte anzugreifen, indem sie neue Gesetze versuchen zu genehmigen und die Rechte der Indigenen zu vernichten. Zum Beispiel zurzeit, also seit dem 4. April, befinden sich ca. 10.000 indigene Vertreterinnen und Vertreter in Brasilia, in der Hauptstadt Brasiliens, um dagegen zu protestieren. Und wer die Rechte der indigenen Völker Brasiliens angreifen, das sind die Goldgräber, das sind die Holzfäller, es sind Straßen werden gebaut durch indigene Territorien, das führt zu größeren Problemen, zu der Vernichtung von indigenen Kulturen, zu der neuen Kolonisierung von alten indigenen Territorien. Und das hat alles eine sehr negative Wirkung auf indigene Territorien, auf Naturschutzparks. Und die indigenen Völker Brasiliens, die haben sehr lange gekämpft, damit ihre Rechte in der Verfassung gesichert sind. Und die aktuelle Regierung versucht, das mit Füßen zu treten und das zu vernichten. Und es handelt sich um indigene Völker, die massakriert worden sind. Also sie wurden fast vernichtet, die wurden versklavt. Und diese Art von Politik, das ist die Politik, die uns alle in der Welt versklavt. Das ist die Politik, die für Kriege schafft. Und unsere Verantwortung liegt darin, Menschen halt zusammenzubringen und eine neue Verantwortung beizubringen. Das heißt, wir müssen lernen, neu zu denken, neu zu agieren. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass diese Praxis von Wissenaustausch, von Reflexion, Diskussion zu menschliche Werte sehr wichtig ist, damit gegen diese Probleme kämpfen kann. Ja, vielen Dank. Wir sind jetzt auch schon mit der Zeit relativ vorangeschritten. Aber dadurch, dass das jetzt auch ein Thema war, also wie wir uns mehr in Verantwortung ziehen können, ja, was wären so vielleicht noch die letzten Punkte, die er uns gerne mitgeben würde, auf die wir wirklich achten sollten in unserem täglichen Leben und ja, weiter auch global gedacht. Okay. Bem que, para terminar, a senhora Lou quer saber de você qual que é a sua mensagem para a gente, por exemplo, no que tem a ver com a nossa responsabilidade, como a gente deve começar a agir para melhorar o mundo. Então,
A primeira coisa que eu quero dizer é agradecer a oportunidade de conversar com jovens, adolescentes e também com professores e professoras, né, cientistas, né, desse mundo que hoje estão buscando a ter uma descoberta. Nós sabemos que o mundo de guerra é um fracasso para todas as nações da Terra, né? E nós temos que buscar trazer uma consciência, né, de reconhecer aonde está o nosso erro, né, que hoje agrediu a Terra há milhões de anos até agora. Nós reconhecendo esse erro e restaurar esse erro que a gente cometeu, que as nações do mundo cometeram, a gente pode trazer de volta uma superação para mais um momento de história humana. E se nós não recuperar isso que está acontecendo no planeta, nós vamos ver muito mais retrocesso, como a gente está vendo por esses fenômenos, que vai acontecer um desastre humanitário que vem desde as geleiras descongelando, das secas e por onde estão explodindo fogo, desses furacões que vão aí inundando terra e destruindo a terra, e vai chegar uma hora que a própria terra pode se derreter em cima de nós. Então vamos começar a sermos responsáveis a partir de agora para que a gente possa realmente retomar esse momento educando a sociedade. E vamos plantar a terra. De bilhões de pessoas que tem nesse mundo, cada um plantasse uma árvore, nós tínhamos bilhões de árvores todos os dias plantado nesse planeta. Desses bilhões de pessoas que temos na Terra, que todo dia come e bebe, nós estamos tendo uma terra massacrada a todos os dias. Então, eu, como bem que estou fazendo a minha parte, a minha solidariedade humana de poder olhar para a Terra e dizer, você é parte daquilo que eu tenho para sobreviver. Então, eu estou dando meu espaço para o futuro das minhas gerações, meus filhos, netos que podem vir, sem ter o que me arrepender e nem pedir perdão, porque eu estou fazendo aquilo que minhas origens espiritual, que as minhas origens tradicional mostraram para me manter a minha sustentabilidade. Então, quero deixar essa mensagem para os jovens, para todos os estudantes e para aqueles que estão educando a sociedade. Espero que essa responsabilidade a gente possa tirar jovens que possam se tornar líderes e coordenar um programa mundial aonde a gente não vá viver futuramente sendo robôs, sendo lobisomens, pessoas sem sentido até para viver a sua vida. Nós queremos pessoas que realmente sejam humanas, respeitando esse universo que vivemos, esse paraíso que temos na nossa mão. Então, quero deixar essa mensagem para cada um de vocês e dizer assim, eu sou feliz, bem que feliz, porque o que eu estou fazendo é um exemplo para a humanidade e quero que cada um carregue esse exemplo no seu coração e quem escutar a minha mensagem, faça um pouquinho, porque é com um pouquinho que o Beija-Flor fez a parte dele. Obrigada, Benk. Eu vou traduzir. Ja, zuerst möchte Benki für diese Einladung bedanken, für diese Möglichkeit, halt mit Jugendlichen, mit jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu sprechen, weil die Welt, in der wir leben, das ist wirklich eine Tragödie, das ist eine Welt voller Krieges. Das ist ein großes Desaster für die gesamte Erde. Und wir müssen mit Bewusstsein handeln. Und wir müssen überlegen, was mache ich gerade falsch? Warum haben wir seit
seit immer schon zu der Zerstörung der Erde beigeführt. Das heißt, wir müssen unsere Fehler erkennen, damit wir uns verbessern können. Sonst werden wir zu noch schlimmeren Sachen kommen. Also es wird einen Retrozess, eine Umkehrung zum Schlimmen kommen. Zum Beispiel, wir leben schon, na, wie die Weltmeere darunter leiden, das Eis auf der Arktis schmilzt und so viele Waldbrände, so viele ganz verschiedene Klimaprobleme, die wir erleben. Und wenn wir ab jetzt nicht unsere Handlungen ändern, dann wird alles noch schlimmer. Und wir mussten sofort unsere Taten ändern und bewusst handeln, damit wir es schaffen, diese schlimme Lage zu ändern. Und deswegen müssen wir auch die gesamte Gesellschaft auch neu erziehen in Sache Bewusstsein aufgrund von unseren persönlichen Taten. Zum Beispiel Benki selbst, er sagt, ich versuche ja, Millionen von Bäumen zu pflanzen. Ich weiß, dass ich meinen Teil mache. Und ich weiß, dass ich für die Zukunft meiner Kinder, der zukünftigen Generationen, was Gutes tun. Und ich muss, also er, Benki Pianko, muss dann später nicht um, Verzeihung bieten für die falschen Taten. Er weiß, dass er mit seinen richtigen Taten ein Beispiel ist und was gut für die Welt tut. Und so musste auch jeder von uns handeln. Und seine Botschaft ist, dass wir auch den Jugendlichen, also der Jugend beibringen, diese Verantwortung zu gelangen, indem wir es beibringen, dass junge Anführerinnen und Anführer für eine bessere Welt kämpfen. Weil wir haben bereits ein Paradies auf Erde. Wir schützen nur nicht dieses Paradies. Und er sagt immer, ich bin eine fröhliche Person, ich bin zufrieden mit mir, weil ich weiß, dass meine Handlungen richtig sind. Und wir sind Kolibris, kleine Kolibris. Wir können die Welt verändern. Ja, vielen, vielen Dank. Ja, sehr schön, dass das geklappt hat und ja, danke für das ganze Gespräch und die tolle Übersetzung auch, also sehr fein gemacht. Ja, also der Abend ist eigentlich so, die Veranstaltung offiziell kommt zum Schluss. Ich meine, wenn noch irgendwer bleiben mag, gerne, falls doch noch irgendwer noch was spontan fragen möchte. Aber genau, sonst würde ich den Abend schon schließen und bin wirklich sehr dankbar, dass wir heute mit Ihnen beiden sprechen konnten und dass die Verbindung auch geklappt hat und mit einer sehr improvisierten Lösung, die doch gut geklappt hat. Ja, und ja, ich drücke die Daumen, dass Benki und die Aschaninka weiter ihre Arbeit so toll fortführen können und ja, auch dass die Wahlen jetzt im Ende des Jahres in einem positiven Sinne ausgehen, damit die politische Lage nicht mehr so schwierig ist, um die indigenen Rechte auch ihr Leben leben zu lassen, wie es wichtig ist, um ihre Message auch weiterzubringen. Ja. Mhm. Bem que ela está agradecendo, né, a sua palestra, fala que ela está muito feliz que deu certo e espera também que a gente no Brasil consiga no final do ano, eleger boas pessoas para conseguir mudar o mundo para melhor e agradece o seu trabalho também. Obrigado, Eliane. Você, como uma grande ativista também desse mundo, estamos juntos. Obrigado a todo mundo também. Né? Todos os jovens, todos os professores, estamos aí para a gente poder mandar nossa mensagem para a Terra. Uhum.
Benke bedankt sich auch nochmal bei der Einladung und er sagt, dass wir halt zusammen es schaffen, eine bessere Welt aufzubauen. Ja? Oh, hallo. Aninka. Hallo, Aninka. Ok. Muito obrigada, Benke. Ótimo. Nada. Ok. Tamo junto. Ja, wir sind alle zusammen, sagt er. Ja. Passonki. Tchau. Passonki. Obrigada. Tchau. Até breve. Tchau. 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 Até breve. Tchis. Escreve o livro. Pode deixar. Com você junto só. Tá bom, escreve aí. Tá bom. Tchau, Benke. Bom dia para vocês. Tchau. Tchau, tchau. Hallo, um beijo. Tchau. Tchau. Ja, danke. Abend noch. Danke, gell? Alles ja. Gute. Ja, danke auch fürs Kommen. Und schönen Abend. Vielleicht, also wenn wer noch weitere Informationen möchte, also kann mir auch schreiben. Vielleicht, ich schreibe hier meine E-Mail-Adresse im Chat und dann. Und mit Benke arbeiten auch andere Menschen, also man kann ihn auch auf Englisch schreiben, Französisch und ja, die Nachricht kommt dann sozusagen.